Hallo, mein Name ist Tobias Baschek. Ich bin Solution Architect innerhalb der Comdivision und bei mir ist heute Yves Sandford. Hallo Yves. Hallo Tobi. Yves, was hast du uns mitgebracht? Wir wollen heute mal über Carbon Black sprechen, den ersten Ansatz, wo VMware sich so ein bisschen in die Endpoint Security jetzt mit einmischt. Woher kommt die Idee der VMware? Warum jetzt plötzlich Security? Naja, das Thema Security für VMware ist eigentlich nicht wirklich neu. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann sehen wir Bereiche wie NSX, was zugekauft wurde. Dann sehen wir irgendwann Bereiche wie AirWatch, Workspace ONE. Die letzten NSX-Entwicklungen Richtung IDS, IPS zeigen auch Ähnliches, wo wir also Security-Features sehen. Was bisher im Portfolio fehlte, war dieser Ansatz, wie gehen wir eigentlich mit dem klassischen Angriffsmanagement um? Und dafür soll Carbon Black das ganze Portfolio ergänzen. Du sagst es gerade, es ist Angriffsmanagement, es geht Richtung Client Security. Da gibt es genug am Markt. Was macht Carbon Black jetzt besonders? Wo sind die Unterschiede? Bei Carbon Black gibt es verschiedene Ansätze, die einfach neu gewählt wurden. Der eine Ansatz ist, man fokussiert sich nicht mehr so stark auf dieses Pattern-Suchen, was man sonst bei vielen anderen Herstellern immer noch macht, sondern man schaut, dass man mit Anomalieerkennung, also sprich dem Erkennen, was ist das Normalverhalten einer Applikation oder eines Anwenders, dazu lernt, wenn dieses System sich anderweitig verhält oder sich eine Gruppe von Systemen anders verhält, nutzt dazu Schwarmintelligenz im Grunde in der Cloud, indem man diese Informationen zwar anonymisiert, aber austauscht. Das heißt, man lernt auch von anderen Carbon Black Kunden. Das andere Thema hierbei ist die Vereinfachung des Managements. Stand heute haben die meisten IT-Unternehmen in der IT mindestens 25, wenn nicht noch viel, viel mehr, Security, Intrusion Detection etc. Lösungen. Die Idee von der VMware hier ist, dass ich halt einfach durch die Vereinfachung oder Vereinheitlichung des gesamten Stacks, egal ob ich vorne anfange mit Mobile Device Management, über meine eigene Infrastruktur bis hin zur Public Cloud hinterher eine Security-Lösung habe, die ich in der kompletten Fläche einsetzen kann. Das heißt, wir haben vereinfachtes Management und reduzierten Personalaufwand damit irgendwie. Wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, diese ganzen Themen, es klingt nach einem Loch. Wie kann ich es einsetzen? Was brauche ich? Woher bekomme ich es? Das Schöne daran ist erstmal, dass wir das Ganze über eine Cloud-Lösung hier reden. Das heißt, wir haben eine Lösung, wo ich halt wirklich in der Cloud anfangen kann. Ich erstelle mir ein Cloud-Konto, das kennen wir heute von ganz vielen Diensten schon. Darüber kriege ich meine gesamten Zugangsdaten, darüber kriege ich auch den Agenten. Und das ist das Schöne hier für all diese verschiedenen Security-Plattformen, auch wenn man andere Security-Lösungen von VMware sieht, haben wir nur noch einen Agenten und der ist relativ klein, dadurch, dass wir halt dieses klassische, wir vergleichen gegen Millionen und Milliarden an möglichen Virus-Patterns rausnehmen und nicht mehr ständig jede Datei beim Zugriff scannen. Weil wenn wir zum Beispiel bei einer Excel-Datei wissen, die war die letzten 500 Mal in Ordnung, wir wissen gleichzeitig, sie hat sich nicht verändert, brauchen wir sie nicht wieder analysieren. Das macht der ein oder andere Hersteller auch. Aber gerade hier geht es halt wirklich darum zu lernen, sind Objekte, sind Programme, sind Dinge einfach gesund oder okay, weil sie einfach bei vielen eingesetzt werden und anschließend keine Folgeschäden entstehen. Und damit wird es halt vereinfacht. Das heißt, für mich als Anwender ist die klare Vereinfachung, ich brauche kein zentrales Management mehr selber machen, das kann ich aus der Cloud beziehen. Und ich habe wirklich nur noch einen kleinen und schlanken Agenten, der halt auch mein System nicht belastet. Wir gehen da in vielen Fällen von 30-40% Performance-Rückgewinnung raus. Wenn ich mir das über all meine Client-Devices vorstelle, ist das schon eine ganze Menge. Da kann ich vielleicht beim einen oder anderen auch drüber nachdenken, dass ich halt kein Hardware-Update dieses Jahr machen muss. Du redest die ganze Zeit vom Client. Klar, ist das größte Thema, ist das wichtigste Thema oder ein sehr wichtiges Thema Data Center? Carbon Black kann ich sowohl im klassischen Client-Bereich als auch im Server-Bereich einsetzen. Es gibt da eigentlich für Carbon Black keinen klassischen Unterschied, wie ich den sonst bei Agenten kenne, wo ich bei diesen agentenbasierten Systemen eigentlich immer den Ansatz habe, ich prüfe etwas auf dem Client oder Server teilweise sogar unterschiedlich, sondern diese Thematik, wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz oder Schemaerkennung oder Anomalieerkennung funktioniert auf dem Client genauso wie auf dem Server. Das heißt, Deployment ist hier auch ähnlich und kann hier eingesetzt werden. Was natürlich immer wieder so ein Thema ist, ja, aber Security aus der Cloud, da weiß ich ja gar nicht, ob da jetzt irgendeiner kommt und irgendwas mit meinen Systemen macht oder nicht macht. Am Ende des Tages machen wir schon seit vielen Jahren nichts anderes. Weil jede Antivirus-Lösung, die wir heute haben, bezieht ihre Pattern-Fenster auch aus der Cloud.
oder übers Internet, wie auch immer wir das Kind jetzt nennen wollen. Das heißt, das hilft auch nicht, ob der Hersteller da etwas einbaut oder in die Patterns, die denn dann einen Carbon Black mir zuschickt. Das heißt, am Ende des Tages ist es immer eine Vertrauensfrage. Vertraue ich dem Hersteller, mit dem ich da arbeite? Im VMware-Umfeld müssen wir realistisch sagen, haben wir heute so viele Dienste sowieso schon im Einsatz. Wenn da das Grundvertrauen nicht da ist, haben wir ein anderes Problem. Wenn ihr mehr zu dem Thema Carbon Black wissen wollt, besucht uns auf unserer Homepage www.comdivision.com. Tschüss und bis bald.